Einen schönen guten Morgen. Du bist gut, o Herr. Wir haben einen guten Heiland und einen guten Heiligen Geist und der wird bei uns bleiben ewiglich. Das ist Pfingsten. Was damals passierte vor 2000 Jahren, das bleibt ewiglich. Das wird sich nicht mehr ändern. Gott wird seinen Geist von uns nicht mehr nehmen. Er hat uns seinen Geist gegeben und der Odem des Herrn macht uns lebendig, macht uns frisch und fröhlich. Pfingsten, Gott gibt uns seinen Geist. Wir sind nicht mehr verloren, sondern sein Geist rettet uns und wer den Geist, den Odem des Herrn hat, hat ewiges Leben. Halleluja. Gestern hatten wir ein gutes Thema, das war vom Spatz. Gott liebt uns, wir sind Spatzen Gottes, Halleluja. Von Gott geliebt, von Gott verstanden, von Gott angenommen. Ich möchte heute wieder über ein paar Naturdinge sprechen. Gott ist so natürlich, der Heilige Geist ist das Natürlichste, was es überhaupt gibt. Wenn du einmal den Heiligen Geist bekommst, wirst du normal und wirst ganz natürlich, wirst geerdet, du verstehst das Leben, du bist praktisch veranlagt, du hast göttliche Gaben, du tust das, was Gott will, im richtigen Augenblick, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Situation. So, die Natur hat das Gesetz Gottes in sich und Gott gibt seinen Geist. Und wer den Geist Gottes hat, der ist ganz natürlich. Und deshalb ich möchte, dass wir als Christen natürlich sind, normal sind, nicht ängstlich, nicht verzagt, nicht mutlos. Ja, der Heilige Geist macht uns kühn. Halleluja. Wer natürlich lebt, der weiß, was vernünftig ist. Auch jetzt in dieser Corona-Zeit, was ist gehört? Aufpassen, vorsichtig sein, das ist wichtig, also dass wir vorsichtig sind. Also das ist so wichtig, dass wir als Christen vorsichtig sind in jeder Situation. Also Gott will, dass wir vernünftig wandeln, vernünftig leben, vernünftig essen, nicht alles in uns reinschlucken oder auch nicht alles tun, sondern auch loslassen, sich entlasten, das gehört dazu. Derjenige, der den Heiligen Geist hat, der weiß, was ist gehört und was ist nicht gehört. Der braucht keine Paragraphen, Absatz sowieso. Nein, der weiß von sich aus ganz natürlich, was ist gehört. Der weiß, was nötig ist. Wenn er gesund lebt, muss er nicht groß Tabletten schlucken, Medikamente in sich aufsaugen und was weiß ich. Wer natürlich lebt, der lebt gesund und der wird auch nicht krank. Wer natürlich lebt, ich sage es natürlich, wir leben nicht mehr natürlich. Wir gehen schlafen nach Mitternacht und stehen auf, doch was weiß ich, wenn es schon Mittag ist, nur nebenbei. Die meisten Leute haben gar keine Ahnung, wie man richtig lebt. Heute Morgen habe ich Post bekommen, jemand schrieb mir, da sind Wissenschaftler oder Mediziner zu den Amazonas-Indianern gegangen, die wollten sie impfen gegen Corona. Und man hat sie untersucht und die Häuptlinge und die Eingeborenen haben sich geweigert, wir lassen uns nicht impfen. Und dann hat man sie untersucht und sie waren gesund. Keiner unter ihnen hatte Corona, aber die brasilianische Regierung hat angeordnet, die Indianer sollten untersucht werden, die sollten geimpft werden und die haben sich geweigert und die sind wieder abgezogen. Die ganzen Corona-Heilige, die konnten da gar nicht ihr Handwerk tun, was sie tun wollten, nur in aller Liebe. Also wer gesund lebt, wer natürlich lebt, der wird nicht infiziert, aber wer nicht mehr natürlich lebt. Und was das ist, auch immer natürlich leben, lass uns darüber nachdenken. Die Naturvölker sind vielleicht viel weiter als manche Zivilisierten. Wir denken, die Zivilisierten, die haben die Weisheit mit dem Schöpflöffel gefressen. Aber nein, Gott will, dass wir vogelfrei sind, so wie der Spatz, so von dem, was ich gestern sprach. Bei Pfingstfest und so weiter, da haben sich die Leute sich plötzlich einander verstanden. Sie waren ganz natürlich, sie waren nicht mehr verängstigt, nicht mehr erschrocken. Sie haben sich nicht vor den Juden verkrochen, aus Angst vor den Juden. Sie waren nicht mehr eingeschüchtert. Der Heilige Geist nimmt die Schüchternheit weg, die Ängstlichkeit, die Verzagtheit, die Mutlosigkeit. Nur geistig gestörte Menschen, die unvernünftig leben, die haben Angst, geraten in Panik, fürchten sich. Was kommt auf mich zu? Aber du weißt, mein Leben ist in der Hand Gottes. Mich kann niemand aus der Hand Gottes reißen. Du lebst ganz gelassen und ganz getrost. Ich denke nur daran, die armen Menschen damals, die Jünger Jesu, bevor Pfingsten geschah, die waren so erschrocken, so niedergeschlagen. Sie waren bedroht von den Staatsdienern. Die haben gedacht, jetzt werden wir als nächstes gekreuzigt, als nächstes verhaftet. Ja, der Heilige Geist erlöst uns von aller Sklaverei und aller Scheinheiligkeit und allem Pharisäertum. Ich kann so leben, wie Gott es will, dass ich lebe, ganz natürlich und ganz normal. Aufpassen. Ja, lebe wie die Amazonas-Indianer. Verstehst du, im Busch? Du schießt ein Tier, weil du gerade jetzt essen musst. Und was die Indianer machen? Die entschuldigen sich beim Tier, liebes Tierchen, ich musste dich schießen, weil ich von etwas leben muss.
Und früher auch bei uns die Jäger, die haben sich entschuldigt und die haben zuerst mal ihre Mütze hingelegt und sich verbeugt und so weiter. Aber was wir heute haben, ist nur Raubbau. Du isst ungesundes Material und dieses ungesunde Material macht uns noch kränker, als wir wirklich sind oder sein sollten. Die Jünger waren belastet, erschreckt, bedrückt, schwermütig und geängstigt. Aus Angst vor den Juden haben sie sich versteckt. Ich weiß nicht, vor was du dich versteckst. Drängt drüber nach, vor was versteckst du dich? Vor was hast du Angst? Was kommt auf uns zu? Viele Menschen leben jetzt schon hier im Untergrund. Irgendwo, dass ich nicht auffalle. Aber wenn du den Heiligen Geist hast, hast du keine Hemmungen, bist du hemmungslos. Du verstehst mich vielleicht jetzt gerade noch nicht, aber es ist egal, hör dich bitte zu. Denn der Heilige Geist befreit uns. Der Heilige Geist ist ein befreiender Geist, dass wir nicht in der Ziegelproduktion stehen. Ob es jetzt ägyptisch ist oder babylonisch, das spielt jetzt keine Rolle. Alle großen Zivilisationen produzieren nur Ziegel, weiter nichts. Einer wie der andere. Der Heilige Geist kam und es gibt ein christliches Fest jetzt, der Heilige Geist. Weißt du, Weihnachten weiß man, da ist eine Krippe. Ostern, da weiß man, hat man Ostereier. Aber was hat man Pfingsten? Was gibt es an Pfingsten? Verstehst du, bei uns hat man an Pfingsten so die Kühe bekränzt mit Birkenblätter und was weiß ich, das hat man bei uns gemacht. Nur dem, aber was macht man für Pfingsten? Der Heilige Geist kam, Feuerzungen setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Sie waren erfüllt, 120 Leute, da war die Mutter Maria mit dabei. Also nicht nur die Männer, dass sie den Heiligen Geist kriegen, nein, sie alle bekommen den Heiligen Geist. Sie haben plötzlich die Bibel ganz anders verstanden, das Wort Gottes. Stell dir mal vor, diese Fischersleute, diese Zöllner, die sonst keine theologische, wissenschaftliche Arbeiten getan haben, die haben plötzlich die Bibel besser verstanden wie die vom Hohen Rat, mit ihrer Weisheit. Sie haben die Bibel praktisch ausgelegt und ausgelebt. Wo kommen wir hin, haben sie sich gesagt. Wo kommen wir hin, wenn es so weitergeht? Jede Omi kann die Bibel auslegen, kann über die Bibel predigen, Gottes Wort verkündigen. Kann jedermann segnen, kann jedermann trauen, kann jedermann da was weiß ich was alles machen, alles göttliche, biblische. Also, wo kommen wir dahin? Der Heilige Geist ist auf uns gekommen. Die Jünger fingen an zu weissagen, zu prophezeien, die Gaben zu gebrauchen, die Talente einzusetzen. Wo kommen wir hin? Wenn der Otto Normalverbraucher die Bibel aufschlägt und plötzlich sagt, ja, so spricht der Herr, guck mal hier, das steht in der Bibel. Und wir haben so viele gesegnete Männer und Frauen Gottes. Der eine war Kesselflicker, der andere war Schuster, der nächste war das. Und die Predigen des Evangeliums besser wie die Theologen, die Theologie studiert haben. In aller Liebe, nichts gegen Studium. Aber der Heilige Geist macht Persönlichkeiten, macht uns zu Salz und zu Pfeffer und sonst noch was in dieser Welt. Wo kommen wir hin, wenn jeder anfängt, die Bibel auszulegen? Das haben die Leute in Jerusalem damals gefragt. Wenn jeder aufsteht und nicht mehr sich nach diesen Gesetzen richtet, sondern sagt, so spricht der Herr, ich verstehe die Bibel so. Und jeder versteht die Bibel anders. Die Naturvölker verstehen die Natur, weil sie mit der Natur zusammenleben. Und ein Mensch, der geistlich ist, der Jesus liebt und so weiter, Jesus nachfolgt, der versteht Jesus. Die Leute, die mit Jesus waren, sie kannten Jesus aus dem FF. Der Heilige Geist macht es. So, wo kommen wir hin? Wenn jeder plötzlich die Salbung hat und jeder plötzlich das Wort Gottes auslegt, jeder Analphabet. Smith Wigglesworth Wort war so unbelehrt, der konnte nicht einmal lesen. Seine Frau musste ihm die Bibel vorlesen und dann hat er erst gepredigt. Verstehst du? Weil er nicht lesen konnte, er war Analphabet. Aber Gott gebraucht Hilfsschüler zur Verherrlichung seines Namens, preis dem Herrn, die nur in der Baumschule waren und sonst nicht woanders. Sie predigen viel praktischer, sie predigen viel natürlicher, viel sachlicher, viel objektiver, viel klarer. Die drücken sich aus, die wissen, wo der Schuh drückt, was denn die Leute beschäftigt und wie es ihnen geht. Sie predigen anschaulich. Jesus kam aus dem Land, von Nazareth kam er und er predigte sehr praktisch. Er predigte von der Lilie, von dem Spatzen predigte, er predigte ja, von dem Fischlein und was weiß ich, von was er predigte. Er predigte sehr natürlich. Der Mensch, der mit der Natur lebt, redet viel natürlicher. Der redet nicht so geschwollen. Ja, wo kommen wir dahin? Und die armen, einfachen Leute wurden erleuchtet durch den Heiligen Geist. Das war der Heilige Geist. Der Heilige Geist befreit uns von der Dunkelheit und Finsternis, von der Verklemmung, der religiösen Verklemmung. Viele Leute sind religiös verklemmt. Ich muss das so. Und wenn ich das nicht tue, dann stimmt es mit mir was nicht.
Ich möchte dich runterholen auf den Teppich. Petrus und die Elf traten plötzlich auf, erfüllt vom Heiligen Geist, und eine neue Bewegung entstand hier. Plötzlich predigen sie, gehen in alle Welt und plaudern. Sie predigen nicht, sie plaudern von der Liebe Gottes, von der Güte Gottes, von der Herrlichkeit Gottes. Plaudern. Weißt du, das ist Predigen. Erzähl deinem, hast du schon gehört, was der Herr alles gemacht hat bei dem und jenem? Hast du es gesehen? Der kann wieder laufen, der humpelt nicht mehr. Hast du es gehört und so weiter? Der Krebs ist weg. Die blüht auf wie die Rose. Nur als Beispiel. Plötzlich, so, sie plauderten. So wie an der Imbissbude um die Ecke. Sie plauderten. Erzählten, was da geschehen ist. Und von diesem ganzen gesetzlichen jüdischen Pfingstfest. Der Herr hat gesprochen. Da ist nichts mehr da. Das Sprechen Gottes ist in ihnen drin. Sie sind plötzlich die wandernde Bibel. Ohne zu wissen, was geschrieben steht, aber die wissen, was geschrieben steht. Und das ist das Einfache, das Schöne dabei, das Schlichte dabei. Ich predige ganz normal und ganz natürlich. Petrus und die Elf traten auf. Was soll das werden? Das ist Pfingsten. Was soll das werden? Geschwister, wir sind schon so weit weg von Pfingsten, 2000 Jahre. Wir sind zu buchstabengläubig, paragraphengläubig, kapitelgläubig. Fang an, ganz natürlich zu leben, wie die Indianer. Ganz natürlich. Und du wirst gesund bleiben, wenn du natürlich lebst. Fang an, natürlich zu leben. So, was soll das werden, wenn jede Oma die Bibel plötzlich versteht und jeder Bauer predigen kann, die Jünglinge Visionen sehen und die Alten anfangen zu träumen? Wo kommen wir hin? Und das ist, was der Prophet Joel gesagt hat. Ich will meinen Geist ausgießen und die Senioren werden das tun und die jungen Burschen werden dieses tun. Pfingsten passiert etwas ganz Neues. Gott schließt einen ganz neuen Bund mit seinen Kindern. Nicht mehr dieser alte Bund von früher, den Alten ist gesagt. Nein, jetzt passiert was ganz Neues. Gott flickt nicht. Gott schenkt was ganz Neues. Gott ist kein Flicker. Keiner, der irgendwie was repariert und ein bisschen verbessert. Nein, er schafft total Neues, flüge dein Neues. Gott schließt einen neuen Bund, einen neuen Vertrag mit den Menschen zu jener Zeit. Und das gilt bis heute. Mit jedem Einzelnen, der erfüllt wird vom Heiligen Geist, der fängt ganz neu zu reden. Die meisten Leute wissen nicht, was Zungensprache ist. Die denken so irgendwie lallen, unverständlich zu reden, unklar zu reden, so undeutlich zu reden, so zu lallen. Nein, die neue Sprache ist, du sprichst total anders, du sprichst positiv, du sprichst nicht mehr negativ, du jammerst nicht mehr, du klagst nicht mehr, du trauerst nicht mehr, du bist fröhlich. Sie gaben voller Freude durch den Heiligen Geist ihr Zeugnis, denn der Heilige Geist ist was anderes als nur Essen und Trinken. Der Heilige Geist ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Mir ist wohl in dem Herrn. Pfingsten. Pfingsten, Gott ist heruntergestiegen und hat die Menschen besucht. Und das erste Mal, wo er runterstieg, der liebe Gott, das war beim Turmbau zu Babel, da sind die Sprachen verwirrt worden. Und jetzt sind die Sprachen wieder entwirrt. Das verstehen sich. Da verstehen sich. Und ich frage mich immer, was war das? War das ein Hörwunder? War das ein Sprachwunder damals, was in Jerusalem passiert auf dem Söller? Aber wir hören unsere Sprache, Muttersprache, da, wo wir aufgewachsen sind, unser Dialekt. Ja, wenn der Heilige Geist kommt, dann kannst du deinen Dialekt widersprechen, was es auch immer ist. Denk drüber nach. Gott hat sich den Menschen offenbart als ein menschlicher Gott und als praktischer Gott. Dort, wo man, mit dem kann ich was anfangen. Mit dem kann ich sogar, Entschuldigung, Pferde stehlen. Halleluja, das ist mein Gott. Ich kann mit meinem Gott durch dick und dünn gehen. Ich kann mit meinem Gott Probleme lösen, jetzt in dem Namen Jesu. Durch den Heiligen Geist. Und da passiert was. Und Lukas beschreibt, Lukas Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 2. Und da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie ein heftiger Sturm, der daherfährt und erfüllte das ganze Haus. Das war Pfingsten. Und sie waren alle voll. Und erschienen Zungen auf jeden einzelnen von ihnen, verteilt wie durch Feuer. Und ein jeder fing an zu sprechen. Nicht nur der Prediger. Und nicht nur der Petrus. Und nicht nur die Mutter Maria. Nein, alle fingen an zu predigen. Jeder für sich an der Ecke. Der predigt denen und der predigt denen und der predigt jenen. Seit Pfingsten hat Gott jetzt zu uns Menschen Zutritt. Ganz persönlich, ganz natürlich. Ich bin begeistert von meinem Gott. Du auch?
Amen, preis dem Herrn. Ich bin begeistert. Gott ist ein natürlicher Gott. Damals auf Sinai, da konnte nur Moses hochsteigen und der Berg wurde verdunkelt und den Berg durfte man gar nicht mehr berühren und so weiter. Und dann kam dieser Moses runter und ja, der hat nur zwei Steintafeln gebracht, aber hier kam Gott hernieder und Gott hat die Menschen besucht. Und wenn Gott uns besucht durch den Heiligen Geist, wir sind nicht mehr dieselben. Amen. Wir verändern uns, mit uns passiert was. Du nimmst die göttliche Färbung an. Du wirst voll Geist, voll Leben, voller Dynamik, voller Elan, voller Pep. Ja, das wirst du. Was soll das werden? Wenn wir anfangen, persönlich an Gott zu glauben. Bruder, Schwester, denk doch drüber nach, was wird werden, wenn wir anfangen, für Kranke die Hände aufzulegen und mit den Kranken beten. Wenn wir anfangen, Dämonen auszutreiben. Wenn wir anfangen, Giftiges zu essen und es schadet uns nicht. Wo kommen wir hin? Überleg einmal, wo kommen wir hin? Da funktioniert die ganze Technik nicht mehr, da funktioniert das ganze Menschliche nicht mehr. Was soll das werden? Jetzt kann ich mit Gott etwas anfangen. Damals, Moses führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen. 2. Mose Kapitel 19, Vers 17. In der Apostelgeschichte lesen wir, als sich das Getöse, diese Bewegung geschah und so weiter, da strömte die Menge zusammen. Was soll das werden? Wenn Gott mich so segnet, wo komme ich hin? Wenn Gott mich erfüllt vom Heiligen Geist, wir haben in der Friedrichstraße einen Bruder gehabt, das war die Herrlichkeit Gottes da, in jedem Gottesdienst, und der war ein bisschen dick, die Knöpfe spannten so, und er hebt die Hände auf und sagt, lieber Gott, hör auf zu segnen, ich platze. Ja, das sollte bei dir auch passieren, dass du mal platzt. Wir wischen schon die Wand ab, das ist kein Problem. Aus ganz Jerusalem strömten die Leute zusammen, versammeln sich. Und das ist das Bild der Gemeinde, weißt? Fang an, voll des Heiligen Geistes zu sein und die Leute ziehen, wirst du angezogen. Die Leute werden dahergelaufen kommen, die werden angezogen zu dir. Da bist du nicht mehr ein Single, nicht mehr einzeln, verstehst du? Da hast du sehr viele Freunde. Aber wenn du mager bist, dürr bist, leer bist, eine Klappedose bist, verstehst du, einer leeren Schacht läuft keiner nach. Ja, aber werde voll Heiligen Geistes, verstehst du, da bist du nicht mehr hohl. Sie wurden voll Heiligen Geistes. Was soll das werden? Hier hat Gott ein Fundament gelegt für sein Reich. Die Menschen wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Was soll das werden? Die Welt wird fragend. Ja, was kommt das? Was passiert hier? Was wird geschehen? Wir sind herausgeführt aus der Sklaverei. Ja, ich bin frei durch den Heiligen Geist. In meiner Bibel heißt es, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nicht, dass ich alles mache, was gerade machbar ist. Verstehst du, ein Musiker, der, ja, wir haben manche doofe Musiker gehabt, die sind Superstars gewesen, nach der Musik haben sie ihre Gitarre klein gemacht, klein geklopft, ja, und das ist Freiheit, das ist Blödheit, das ist keine Freiheit. Die Freiheit ist, das Instrument zu nehmen und dann zu spielen, dass sich sogar die Balken biegen, verstehst du, das ist Freiheit. Oder Klavier, nicht das Klavier zu zerhacken, sondern das Klavier erst richtig zu spielen, das Optimale rausholen, egal wenn es das Instrument auch noch so alt ist und so klapprig ist. Es ist passiert, da ist unser Beethoven mal spazieren gegangen und er kommt an einer alten Kirche hier irgendwo in Sachsen vorbei und dann geht er an dieser Kirche vorbei und da ist ein Organist, der spielt, der strengt sich an, der spielt Lieder vom Bach und dann sagt Herr Beethoven, Lieder von Beethoven, dann sagte, darf ich mal spielen auf dieses Instrument? Und dann setzte er sich hin, dann sagte er, wer sind Sie denn? Wer sind Sie denn? Dann sagte er, ich bin Beethoven. Verstehst du? Dann ist es egal, ob das Instrument klapprig ist, verstimmt ist, der Künstler holt das Optimale raus. Und das ist, wenn der Heilige Geist kommt, du holst aus deinem Leben das Optimale raus. Auch wenn du noch so klapprig bist und noch so verstimmt und noch so komisch. Du holst das Optimale raus. Was soll das werden? Verstehst du, wenn jeder plötzlich Beethoven, wenn jeder plötzlich Mozart ist, wenn plötzlich jeder Bach ist, verstehst du, was soll das werden, wenn wir alles Künstler werden? Und wir sind alles Künstler von Gott aus gesehen. Gott hat etwas in uns hineingelegt. Und wir werden das werden, was Gott in uns hineingelegt hat, wenn der Heilige Geist das Optimale aus unserem Leben machen kann. Wir sind rausgeführt aus der Sklaverei, nur nach Noten spielen. Mein Sohn, den habe ich gar nicht hingekriegt zum Klavierspielen.
Da haben wir alles Mögliche gemacht, wir haben alles Mögliche versprochen, aber der wollte nicht spielen. Und dann haben wir mal mit einem Musikleiter, Musikdirektor gesprochen. Dann hat er gesagt, wissen Sie, Ihr Sohn, der möchte nur improvisieren. Und suchen Sie sich einen Meister, einen Lehrer, der improvisiert. Und dann haben wir jemanden gefunden hier, der improvisiert Musik macht. Dann hat er Tag und Nacht gespielt, da kam in der Kirche, ist nicht mehr nach Hause gegangen, hat nur noch gespielt und nur noch musiziert. Verstehst? Und so, wir sollten wieder lernen, improvisieren. Halleluja. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Wo kommen wir hin, wenn jedermann anfängt zu improvisieren, anfängt zu predigen, anfängt Zeugnis zu geben, anfängt zu plaudern, anfängt für Kranke zu beten? Darf ich mit ihnen beten? Darf ich bei ihnen den Teufel austreiben? Ja, darf ich das? Darf ich dies und jenes? Verstehst du? Und wo kommen wir hin? Wo kommen wir hin? Wenn jeder anfängt zu improvisieren, das, was drinnen ist, auszudrücken, zu outen. So, Gott führt uns raus aus Ägypten, aus der Ziegelproduktion, dass alle so sind wie jeder Mann. Und die Deutschen neigen zu dieser Krankheit, zu sein wie jeder Mann. Ich werde es nie vergessen, wir sind in St. Peter-Ording. Und dann sind sie alle plötzlich mit gelben Jacken und gelben Stiefeln und gelben Hüte. Versteht, alles so mit gelben Socken, sind alles gelb angezogen, weil das modern war damals zu dieser Zeit. Verstehst du, das nächste Mal kommt eine andere Mode. Die Leute haben verlernt, individuell zu sein. Haben verlernt, natürlich zu sein, persönlich zu sein, sich zu outen, das bin ich. Ich habe gestern über die Haare gesprochen, verstehst du? Die sind alle kahl geschoren, sind alles erniedrigt, alles nur nackt und bloß und jammerlich und so weiter. Ganz Jerusalem strömt draußen und wollen sehen, was das passiert. Ja, die Leute wollen sehen, was hier jetzt Gott tut, wie Gott wirkt. Und Gott will an dir einfach demonstrieren, wie er mit dir wirken kann. Fang an zu improvisieren und dann gehst du nicht mehr nach Hause aus dem Gottesdienst. Und dann gehst du nicht mehr weltliche Wege. Du wirst begeistert sein von Gott und das ist erfüllt sein vom Heiligen Geist. Also mein Sohn, also mein David, der spielte nur noch Klavier. Der hat nachts geträumt, sogar vom Klavier, was weiß ich was. Und dann sagte Papa, du wirst nicht glauben, was da passiert ist. Später bei dir ist es auch passiert. Aber beim David, plötzlich spielt die Orgel von selbst. Verstehst du? Und er sagt, ich drücke gar nicht. Und plötzlich eine Musik, die improvisiert. Und jetzt für die Beerdigung für Joachim hat er auch ja ein Lied. Joachim Bieberstein wird beerdigt am 27. Mai jetzt um 12.30 Uhr nur nebenbei. Und da hat er ein Lied, also den Text hat Joachim selber noch geschrieben, bevor er gestorben ist. Und er hat die Melodie dazu gemacht, improvisiert. Improvisiert. Fang an zu improvisieren. In dir stecken Talente und du weißt gar nicht, was in dir drin steckt. Da muss nur ein Tropfen Wasser kommen und die Wüste blüht. Ich habe einen Bruder aus Ostberlin, als wir das erste Mal hier von Berlin nach Israel fuhren, aus Ostberlin gehabt. Und dann kommen wir in die Wüste Judäa und dann sagt er, wo ist die Wüste? Und da war keine Wüste. Das hat gerade vorher kurz geregnet, hat alles gegrünt und geblüht und alles war voller Bewegung. Ein Tropfen Wasser, ein Tropfen des Heiligen Geistes, eine Feuerflamme, eine Feuerzunge über dein Leben und du bist was ganz anderes, eine ganz andere Kreatur. Als der Geist Gottes über den König Saul kam, war er ein anderer Mann. Und wenn der Heilige Geist auf dein Leben kommt, bist du eine andere Frau, ein anderes Kind, ein anderer Teenager. Du lernst ganz anders, du kapierst ganz anders, du verstehst die Dinge ganz anders im Zusammenhang. Ja, du verstehst göttlich, natürlich. Du kannst sogar abstrakt denken. Preis Gott. Wir müssen raus aus der Sklaverei, aus dem Gesetz. Das Gesetz ist nur für dumme Leute. Kluge Leute brauchen kein Gesetz. Die wissen, was ist gehört, was ist nicht gehört, was anständig ist und was nicht anständig ist. Amen. Kluge Leute wissen das. Aber doofe Leute, die brauchen Paragraphen, Vorschriften, sogar noch Schilder, Verbote, Gebote und was weiß ich alles. Schau, in dieser Welt, in der du lebst, die ist voller Sklaven. Du dienst ja nicht nur den Problemen, oh Problembewältigung. Nein, du gehst auf die Riesen zu und du schluckst sie alle miteinander. Du hast die Problemmacher im Griff, da regst dich nicht mal auf. Du sagst, in dem Namen des Herrn haben wir den Sieg, wir gehen vorwärts. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Ganz Jerusalem kam raus und wollte sehen, was da passiert. Entdecke den befreienden Gott und du findest dich wieder zurecht in dieser Welt. So viele Menschen finden sich nicht zurecht in dieser Welt. Die denken, wo bin ich denn, was ist mit mir los? Ja,
Und wir wohnten lange, lange am Potsdamer Platz hier und daneben, neben unserem Haus, wo wir waren, hier am Hafenplatz, da gab es die Rollheimer. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die Rollheimer. Das sind so Aussteiger, alternative Leute. Und da war ich so oft, ich habe versucht dort zu missionieren, habe mich mit ihnen hingesetzt, wir haben zusammen gegrillt mit den Rollheimer. Ja, das sind Leute, die sind ausgestiegen, die wohnen im Niemandsland. Damals war Potsdamer Platz noch Niemandsland, das gehörte zur DDR, aber es war im Westen. Da waren diese Rollheimer zu Hause. So, diese Rollheimer, ja, die wurden dann vertrieben, später kamen sie in der Rieger Straße, nur nebenbei. Aber diese Leute waren frei, die wollten nichts vom Staat und sie geben auch nichts dem Staat. Aber die waren glücklich. Ohne, dass sie einen Pass hatten, sie hatten ihre Pässe vernichtet, sie wollten mit dem Staat nichts zu tun haben, sie wollten frei sein. Was es auch immer ist, sie wollten frei sein. Frei aus der Sklaverei des Staates, immer Vorschriften nach Paragraphen und das und dies muss in unserem Leben sein. Bist du noch ein Sklave? Ja, von wem bist du abhängig? Das ist für mich die große Frage, von wem bist du noch abhängig? Gott will uns befreien, dass wir allein von Gott abhängig sind. Ihr habt die Salbung und die Salbung wird euch alles lehren. Das ist Unabhängigkeit. Die Salbung, der Heilige Geist, da sitzt du da und plötzlich wird dir was eingegeben, plötzlich wirst du inspiriert. Ja, und ist so wichtig, werde ein Rollheimer. Halleluja. Ich mag diese Leute, können denken von mir, was ihr wollt. Ich war sehr oft, also solange wir am Hafenplatz wohnten, da war ich immer wieder, weil wir, das war mein Missionsfeld ein Stück weit. Verstehst du, ich wollte ja diese Leute auch für den Heiland erreichen und die sind gar nicht mal so verschlossen, die sind offen, man kann mit ihnen diskutieren, philosophieren und was auch immer ist. Nicht so wie die manche nur nach Paragraph. In aller Liebe. Wo kommen wir hin, wenn wir noch mehr Paragraphen haben? Wir Deutsche haben so viele Paragraphen. Allein für die Einführung von Karamellbonbons haben wir 16.000 Vorschriften und Gesetze, wie die verpackt sein sollen und wie viel in diesen Schachteln sein sollen, was weiß ich. Alles so nach Paragraphen, alles geregelt. Gott will, dass wir natürlich leben, dass wir den Weg des geringeren Widerstandes gehen. Und Petrus und die Elf traten auf, waren erfüllt vom Heiligen Geist. Es ist so wichtig, dass wir lernen, unsere Knie allein vor Gott zu beugen und sonst von nichts. Dass wir nicht irgendwie Menschen Knicks machen, ja, ja, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Ja, aber Gott hat auch recht, Halleluja. Und Gottes Ehre ist viel größer als alles andere. Entdecke diesen befreienden Gott. Entdecke, das ist mein Thema. Wie machst du das? Soll ich dir was sagen? Sei nicht schockiert von mir. Stell dir mal die Queen von England, das ist jetzt alte Oma schon, in Unterhosen vor. Ja, stell dir mal vor, wie diese alte Frau aussieht mit, weiß nicht, 95 oder 96. Verstehst du, wie die Frau aussieht? In ihrer Handtasche, da trägt sie ganz stolz ihre Handtasche, da ist nicht mal ein Taschenschuh drin. Verstehst du, aber Queen, Königin, alle Mächtigen sind arme Hunde, Entschuldigung, alle Mächtigen, die können laut bellen, die können drohen und so weiter, sie machen großes Theater. Aber letztendlich, guck mal, die Friedhöfe sind voll, auch wenn sie ein Ehrenmal haben, die sind voll. Der Mensch ist Dreck, Staub, von Staub bist du, zu Staub sollst du werden. Auch wenn es eine staatliche Stelle ist, wo du beerdigt wirst, was nützt es? Alle Menschen sind gleich, ob der Papst stirbt oder ein Präsident stirbt, alle Menschen sind gleich und alle Menschen zerfallen selbst. Die Würmer fressen sie am Schluss. Und was ist dann? Dann stehen sie vom lebendigen Gott. Meine Obrigkeit ist der Herr. Halleluja. Meine Obrigkeit ist der Herr. Gott verwaltet mein Leben und ich funktioniere nur, weil er mir seinen Geist gegeben hat. Sonst vegetiere ich nur dahin. Menschen ohne den Heiligen Geist vegetieren nur. In aller Liebe. So wie diese ganzen Corona-Heilige, die in den Amazonas, zu den Amazonas-Indianern gingen und sie impfen wollten gegen Corona. Und sie haben sie untersucht und sie haben gesagt, bei uns ist kein einziger Corona-Kranker gewesen, weil es noch niemand gestorben. Was wollt ihr denn? Geht nach Hause. Und die Schamanen und die Häuptlinge haben die heimgeschickt. Was wollt ihr? Die brauchen keinen Staat. Die brauchen kein Buch. Die brauchen auch keine Bibel in aller Liebe. Sie brauchen kein Grundgesetz. Die haben das Gesetz im Herzen, das Gesetz der Natur.
In aller Liebe, ich will dir etwas sagen. Weißt du, so manche Menschen sind nur bibelgläubig, buchstabengläubig, paragraphengläubig, aber sie haben nicht den Geist Gottes. Die Schriftgelehrten, die sitzen bei meinem Heiland da und schreiben alles mit. Die dabei saßen, steht ja in der Bibel, die saßen immer dabei, diese ganzen Schriftgelehrten. Die haben nicht genug gekriegt. Woher kommt das ihm? Es ist ja so einfach, verstehst du, er ist nur Zimmermanns Sohn. Jesus hatte den Heiligen Geist und er war auch nur ein Schreiner. Ja, der hat keinen großen Beruf gelernt, verstehst du? Der war Zimmermanns Sohn, mehr nicht. Der hat beim Papa gearbeitet. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da geht es natürlich zu. Wo der Geist des Herrn ist, dass man, da orientiert man sich nach der Sonne, da orientiert man sich nach dem Mond, da orientiert man sich nach den Sternen, da orientiert man sich nach den Sandkörnern. So zahlreich wie Sand am Meere, so zahlreich sollen deine Nachkommen werden, lieber Abraham. Komm raus aus Babylon, aus dieser Zivilisation, aus Ur in Chaldea. Freiheit ist etwas Hohes. Freiheit ist was Hohes. Die Griechen, die haben sich gesehnt nach Freiheit. Ekklesia, das war die Versammlung der Griechen. Nur die Freien durften abstimmen. Ihre Stimme hat gegolten. Alle anderen, die Sklaven, die haben nicht gegolten. Da konnte noch so viele sein. Nur die Freien, ihre Stimme gilt. Ekklesia, gehörst du schon zu der Ekklesia, zu der Gemeinde Jesus, zu der Gemeinde Gottes? In der zivilisierten Welt sind die meisten Menschen unfrei. Wir sind so abhängig voneinander, nicht von Gott, sondern die Amerikaner sind abhängig von den Russen. Wenn die ein paar Raketen mehr haben, dann müssen die anderen wieder nachholen. Und jetzt die einen landen auf Mars und die anderen müssen auch noch nachfliegen und gucken, was dort los ist. Verstehst du? Und so wetteifern sie, die Menschen wetteifern, sie sind unter Zugzwang. So viele Menschen sind unter Zugzwang. Ich muss auch so weit sein. Wenn die auf dem Mond sind, dann müssen wir hinter dem Mond noch wenigstens. Das waren die Russen. Die Amerikaner landeten auf dem Mond, auf der Vorderseite, und die Russen landeten hinter dem Mond. Ja, was ist bisher noch niemand gemacht hat. Wir müssen übertrumpfen, Konkurrenz sein. Und das ist was, wo der Mensch steckt. Der Mensch steckt mit dem anderen Menschen in Konkurrenz. In der zivilisierten Welt werden die Menschen beherrscht, gesteuert, manipuliert, fremdgesteuert. Ja, das werden die Menschen in der westlichen Welt. Was die Medien sagen, du bist nicht mehr frei, unabhängig von den Medien. Verstehst du, jeden Tag, da hörst du so viel Mist, so viel Unsinn, so viel Tamtam, so viel Theater, so viel Gottlosigkeit. Und dann wird der Mensch manipuliert. In unserer Gesellschaft, ja, da herrschen Regeln, Gesetze, Vorschriften, Anstandsregeln. Der normale Bürger weiß, was anständig ist und was nicht anständig ist. Der Hilfsschüler, ja, der Wilde in Afrika oder der Wilde in Amazonas, die sind für mich zivilisierter als alle großen Gebildeten und Weisen. Gott nimmt diese Torheit, ja, und nimmt das Törichte und erwählt sich was Großes und macht aus der Dummheit und Torheit der einfachen Leute ein Spektakel, dass er zu Schanden macht über das, was in dieser Welt ist. Ja, wie kommt er da drauf? Ja, wir sind manchmal erstaunt, wie manchmal ein einfacher Schäfer, ein Hirte, ja, der nicht einmal lesen und schreiben kann, der weiß von Geologie mehr als mancher Professor der Naturkunde. In aller Liebe. Freiheit ist zum ersten Mal vielleicht für manchen zivilisierten Bürger Anarchie, Gesetzlosigkeit. Ja, aber diese Anarchie ist eine Freiheit, wenn du weißt, gerade diese Rollheimer, ich sage das nur, die wissen, wie sie miteinander umgehen. Sie sind demokratischer wie manche Demokratie. Diese Rollheimer, die waren demokratischer wie manche Demokratie. Die haben miteinander abgestimmt, miteinander gewählt, wer wann was macht, wer wann putzt, wer die Toiletten wegfährt. Demokratie. Das Herz regelt die Dinge. Und wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist, wird dein Herz die ganze Situation regeln. Wird dein Herz reden, wird dein Herz kochen, wird dein Herz die Wohnung gestalten. Da wirst du ganz anders leben, ganz anders sich benehmen. Das Herz regelt die Situation. Menschen sind dazu geschaffen, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Der Heilige Geist bringt unser Potenzial zur Entfaltung,
Wir können improvisieren plötzlich. Wir können aus nichts was machen. Stellen wir vor, wir sind göttlich, schöpferisch, kreativ. Aus nichts wird was gemacht. Ganz einfach. In unserer Gesellschaft, ja, da gibt es so viele Vorschriften und dann können die Leute gar nicht, sie stolpern über ihre eigenen Füße. Vor lauter Vorschriften. Wissen gar nicht, linker Fuß, rechter Fuß, wer zuerst kommt. Das Potenzial entdecke. Das Instrument muss gespielt werden. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott möchte darin wohnen. Da soll Musik drin sein, dass die Leute angezogen werden. Sagen, guck mal, das ist Freude. Die sind so ausgeglichen. Die sind so zufrieden. Die sind so, ja, gelassen und getrost. Da kann die Welt untergehen. Da zittern sie nicht. Ja, sie holen das Optimale aus ihrem Leben. Das Allerbeste, was es gibt. Und ich wundere manchmal, wenn ich so Filme sehe über Amazonas oder über Kongo, verstehst du, wie die Leute dort leben, in diesem Busch, diese Buschleute, wie sie da leben. Die vollbringen Außergewöhnliches doch. Oder die Beduinen. Ja, mal, als ich in Israel war, ich habe mal bei einem Beduinen mal eine Nacht, glaube ich, eine Nacht und einen Tag zugebracht. Und diese Beduine, der sagt, wir gehen nach den Sternen. Wir brauchen keinen Kompass. Wir gehen den Stern und dann nehmen wir den Stern. Und wenn wir dort sind, nehmen wir den Stern und gehen zu diesem Stern. Wir gehen nach den Sternen. Und Sterne sind Verheißungen Gottes für mich in der Bibel. Verstehst du, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Da lebt man außergewöhnlich. Bist du voll des Heiligen Geistes, Oma, Opa, Dine? Wenn wir voll des Heiligen Geistes sind, wir sind außergewöhnlich. Wir sind nicht mehr normal. Ja, wir sind Aussteiger, teilweise. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht mehr von der Welt. Das ist das Geheimnis für die Kinder Gottes. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Der Herr ist Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes, Geburtstag des neuen Menschen. Den Menschen, der nach Gott geschaffen ist. Diese Sprachverwirrung hat es aufgehört, wir können uns plötzlich verständigen. Wie es passiert in Indien, da sprechen sie viele Sprachen, nicht nur Englisch und Hindi. Nein, die sprechen verschiedene Sprachen. Und ich habe erlebt, plötzlich, ich habe die Leute verstanden, obwohl ich ihre Sprache nicht verstanden habe. Und die haben mich verstanden. Obwohl wir haben den Geist gehabt. Die haben den Heiligen Geist gehabt, ich habe den Heiligen Geist gehabt. Und plötzlich können wir miteinander kommunizieren. Wenn jeder von uns den Heiligen Geist hat, können wir ohne zu sprechen, ohne Mund aufzumachen, miteinander kommunizieren, lächeln, freundlich, mit den Augen glänzen. Ja, wir können da ganz anders uns benehmen, verstehst du? Das ist, wo der Geist des Herrn ist, da hört die Sprachverwirrung auf. Nur die Blicke können so viel bewirken. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Also mir ist öfters passiert, wenn ich in fremde Länder war, wo ich deren Sprache nicht gekannt habe und ich bin mit Kindern Gottes, geisterfüllte Kinder zusammengekommen, als ich das erste Mal Bibeln geschmuggelt habe nach dem Osten, da bin ich hingekommen, da kam ich in eine Gemeinde, die haben gebetet und die haben uns erwartet schon, obwohl die gar nicht wussten, dass wir kommen. Verstehst du, die haben schon erwartet und da war ich nicht ganz sicher, das können Stasi-Leute oder Sekuriatis-Leute auch machen, dass sie einen erwarten, um einen abzuführen. Nein, und da bin ich in eine Gemeinde reingekommen, oder was heißt in eine Gemeinde, so eine Stubenversammlung, und die haben gebetet, und die haben in Sprachen gebetet sogar, und plötzlich habe ich verstanden, was sie beten. Und ich wusste ganz genau, hier wirst du deine Bibeln abladen und gleich schnell abhauen. Ja, weißt du, da weißt du plötzlich, hier bist du zu Hause, das ist meine Heimat, das ist mein Zuhause, da wo der Heilige Geist ist, da bin ich zu Hause, sonst bin ich in der Fremde, ein Fremdling. Die Jünger warteten in Jerusalem, bis sie angetan wurden mit dem Heiligen Geist. Du solltest warten. Ich weiß von meinem persönlichen Leben, es war ja auch so in der Pfingstzeit, bin bekehrt gewesen, bin getauft gewesen, war wiedergeboren, war ein Kind Gottes. Und ich habe eines gemerkt, ich bin ein großer Feigling. Ein schrecklicher Feigling bin ich. Weißt du, ich konnte niemand sagen von Jesus, ich habe mich geschämt, scherniert, ich habe immer Frosch im Hals gehabt. Und wenn ich lese, dann Petrus und die Elf traten auf und sie gaben Zeugnis. Dann habe ich gesagt, lieber Gott, das, was die damals hatten, das will ich auch haben. Ich habe eine ganze Weile gefastet und gebetet, lieber Gott, ich möchte das haben, was die da hatten hier. Und dann kam es. Und dann habe ich in 5 Minuten 6 Sprachen gesprochen. Da dachte ich, jetzt fange ich an zu spinnen. Jetzt drehst du durch.
Weißt du, du bist nicht mehr normal. Wenn der Heilige Geist auf dein Leben kommt, dann sprichst du alle Sprachen dieser Welt, denn der Herr hat die Sprachen verwirrt. Und er, ja, und er kennt alle Sprachen. Ich habe eine liebe Schwester in Stuttgart gehabt, die hat ein Herz für die Verlorenen gehabt. Und die war mal mit einem Türken verlobt, aber mit dieser Verlobung ist nichts mehr geworden. Sie hat sich dann entlobt und was weiß ich, aber sie liebte diesen Türken und sie hat ein Herz für die Türken gehabt. Und weißt du, was sie gemacht hat? Sie hat die Ausländermission in unserer Gemeinde gemacht. Sie hat einen ganzen Stapel von verschiedenen Traktaten, verschiedenen Sprachen gehabt. Diese Schwester Käthe Schmiedl, werde ich nie vergessen. Und diese Käthe, ja, du Türke, und dann fing er an, Türkisch zu sprechen. Du Italiener. Und dann fing sie Italienisch zu sprechen und die Leute waren erstaunt, dass die Frau verschiedene Sprachen sprach, ohne dass sie die Sprachen gelernt hat. Das war eine ganz normale schwäbische Frau. Aber der Heilige Geist wirkt, verstehst du? Der Heilige Geist wirkt die Sprachen und plötzlich versteht. Ich habe das in Sprachenreden so erlebt, dass die Leute bekehrt worden sind. Werde nie vergessen, wir haben abgemacht in unseren Evangelisationsversammlungen, wir werden nicht in Sprachen reden. Dann in der Bibel steht es, ja, wir sollten nicht in Zungen reden, wenn ihr zusammenkommt, wenn Fremde da sind und so weiter. Das haben wir nicht gemacht. Aber unser lieber Bruder Sonder, ein älterer Bruder in meiner Gemeinde, der hat alles vergessen. Und der hebt die Hände hoch und fängt an zu beten in anderen Sprachen. Denke ich, Otto. Aber der war 80 Jahre alt, von dem stammt auch dieses Kreuz hier ab. Und so weiter. Ein ganz lieber Bruder im Herrn, der hat so viele Gemeinden gegründet und gegen diesen Bruder werde ich nie was sagen und auch nicht verbieten, wenn er jetzt in Zungen betet und sich nicht mehr beherrscht in der Versammlung. Und er betet in Sprachen. Und plötzlich kommt eine Grieche nach vorne, kniet sich hin und fällt auf den Boden. Denke ich, um liebe Zeit, was hat er jetzt angestellt? Und dann ist er fertig, habe ich gesagt. Und dann geht der Mann, die Frau und der Mann waren im Gottesdienst. Und das Erstaunliche war, dieser Bruder Otto hat alles gesagt, was das Problem im Leben von dieser Frau war. Und sie soll nach vorne gehen und ihr Leben Gott geben. Die hat sich bekehrt, Frau Nikolaidis, ich habe sie ja auch getauft noch, verstehst du? Das ist unvergesslich, wie Gott Menschen berührt und Menschen begegnet. Da betet einer in Sprachen. Und Geschwister, wenn der Heilige Geist über uns kommt, wir singen so ein Lied, so ein schönes Lied, dann tanze ich wie David, dann singe ich wie David, dann mache ich das und dann mache ich das und so weiter. Dann lebst du, wie die Heiligen gelebt haben, wenn der Heilige Geist über einen kommt. Aber der Heilige Geist muss über uns kommen. Erst dann sind wir andere Menschen, wenn der Heilige Geist über einen kommt. Nicht nur, ich habe den Heiligen Geist. In einer evangelischen Kirche, da war Folgendes, da sollte sollten die Kinder die biblische Geschichte von Pfingsten aufführen und das Glaubensbekenntnis. Und dann der eine sagt, ich glaube an Gott und Vater und so weiter. Und der andere sagt dann das und das. Und der eine, der den Heiligen Geist hatte, der sollte den Heiligen Geist proklamieren. Und der Heilige Geist kommt nicht. Der soll eine Taube loslassen. Und dann sagt der Organist, der Kater hat meine Taube aufgefressen. Verstehst du? Wenn wir nur bildlich, nur das Materiell sehen und nicht in Wahrheit das erfassen und glauben. Menschen haben wieder was zu sagen, wenn sie geisterfüllt sind. Die haben was zu sagen. Weißt du, das Sprechen in anderen Sprachen, das ist so etwas Wunderbares. Ich habe öfters in meinem Dienst erlebt, mir selber ist das passiert. Ich predige in Messina in Italien und mein Bruder übersetzt in Italienisch und plötzlich fange ich an, in Italienisch zu predigen und mein Bruder übersetzt zuerst einmal von Italienisch ins Deutsche und dann guckt er an, Johannes, was ist los? Und da war nichts los. Aber die Herrlichkeit Gottes, die Heiligkeit Gottes war so in der Versammlung anwesend und gegenwärtig, dass ich plötzlich anfing, Italienisch zu sprechen. Verstehst? Oder in Kiel, wir evangelisieren in Kiel und wir haben auch angesagt in der Zeltmission, das wird nur das Evangelium gepredigt, die Menschen zur Buße, zur Umkehr gerufen, aber sonst nicht viel. Das andere erleben werden sie zu Hause erleben und in der Gemeinde erleben, in der Bibelstunde erleben, wo auch immer. Nur als Beispiel. Und dann ein junger Bursche, ein Hippie, damals war noch die Hippie-Zeit, plötzlich redete in Sprachen, der keine Ahnung gehabt, war ein Besucher, war ein Fremder, überhaupt in der Zeltmission. Aber die Gegenwart Gottes war da und da hat die Oma übersetzt. Und dann an der Tür verabschiedet die Leute und dann steht so ein älterer Herr mit der Hornbrille, ein Professor,
Er sagt, ich bin Professor von hier, von der Uni in Kiel und ich lehre Lateinisch. Aber wissen Sie, was hier gespielt wird? Da werden die Leute verarscht. Ich habe gesagt, nein, das machen wir nicht. Das werden wir den Leuten nicht antun. Dann sagt er doch, der Bengel hat über Lateinisch gesprochen und die alte Frau hat wortwörtlich übersetzt, das hätte ich auch machen können. Ja, das ist der Heilige Geist. Und dann habe ich den Jungen mir vorgeknüpft. Das war ein Hilfsschüler, so. Verstehst du, 17 Jahre alt. Und die Frau, die ist aus Kiel noch nie rausgekommen. Und die übersetzt perfektes Lateinisch. Da sagst du, so Lateinisch habe ich schon lange nicht mehr gehört. Perfektes Lateinisch. Wenn der Heilige Geist wirkt und spricht, dann ist es perfekt. Er macht eine ganze Arbeit. So, Menschen reden wieder neue Sprachen. In ihrer Herkunftssprache, sie sagen wieder die Wahrheit, was los ist. Sie reden verständlich, dass man verstehen kann, ja, so ist es. Sie sagen, was Gott sagen möchte, nicht was die Menschen sich denken, was sie gerne hören möchten. Weißt du, wir predigen manchmal, oder es wird so viel gepredigt, was die Leute hören wollen, wonach die Ohren jücken. Aber der Heilige Geist will uns die Wahrheit sagen, was mit uns los ist, was mit uns passiert. Die Jünger warteten in Jerusalem, bis sie angetan wurden mit dem Heiligen Geist. Das war die Ausrüstung zum Dienst. Das war ihr Rüstzeug. Und erst in der Kraft des Heiligen Geistes sind sie zu den Heiden gegangen, zu den Nationen gegangen. Da hören sie, da ist einer krank, darf ich für das Kind beten? Und betet für das Kind und er wird geheilt. Und der Offizier oder der Prokurator, der sagt ja, komm in unser Land, predigt das Evangelium. Pfingsten ist die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Hier hat Gott das Alte abgeschlossen, was Neues angefangen. Und wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann wird das Alte abgeschlossen. Das, weißt du, das ist plötzlich das Zeugnis des Heiligen Geistes. Ich bin ein Kind Gottes. Oh, Halleluja! Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Plötzlich ist das Alte alles vergraben oder begraben, alles erledigt. Einen Punkt gemacht und du kannst wieder weitermachen. Das ist, wenn der Heilige Geist in deinem Leben kommt, das ist alles anders, kannst alles vergessen, alles abschließen. Plötzlich hat dein Leben eine ganz andere Qualität. Pflüget ein neues. Das ist Pfingsten, Geschwister, und das wollen wir heute tun. Pflüget ein neues. Gott muss seine Kinder wieder zusammenbinden, zusammenhalten. Der Heilige Geist muss ein Flussbett bekommen, wo er fließen kann. Vom Tempel geht der Strom bis da hinten, bis zum Delta. Wird es immer tiefer, immer tiefer. Und je weiter dieser Strom kommt, desto tiefer wird er. Am Schluss stehst du bis zum Hals und dann vergisst alles. Dann wirst du nur noch getragen. Und das ist voll des Heiligen Geistes zu sein, dass wir vom Heiligen Geist getragen werden. Dass wir nicht nur bis zur Hüfte im Wasser stehen oder bis zum Hals. Nein, wir werden getragen. Ich verliere den Boden. Der Heilige Geist verändert zuerst mal mich und dann erst die anderen. Halleluja. Und das ist eine Botschaft. Zuerst werde ich verändert und dann erst die anderen. Und manche Leute möchten die anderen verändern. Die Luise, den Fritz da oder die, was weiß ich wen auch. Der Heilige Geist will zuerst dich verändern. Wenn du betest, Bruder, Schwester, wenn du betest, wirst du zuerst verändert und dann erst die anderen. Und dann denkst du, der liebe Gott hat mein Gebet erhört. Der hat dein Gebet nicht erhört. Der hat nur dich verändert. Du hast eine ganz andere Sicht für die Dinge bekommen. Erst wenn ich voll vom Heiligen Geist bin, wenn ich überlaufe, wenn andere dann den Segen bekommen, meine Freude, meinen Frieden erleben im Heiligen Geist, ja, das ist, was ich weitergeben kann. Wessen Herz voll ist, das geht der Mund über. Auch im Heiligen Geist. Ist dein Herz wirklich voll vom Heiligen Geist? Die meisten Christen haben nur entzündete Zungen, die kritisieren, nörgeln, meckern und was weiß ich, was sie alles tun. Wenn unsere Zunge entzündet ist vom Heiligen Geist, wir werden schweigen, Nummer eins, dann werden wir nur das sagen und das rauspressen, weil die Zunge ja entzündet ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Pickel auf der Zunge gehabt hast. Ich weiß, wie das ist. Da willst du nicht mehr sprechen, verstehst du? Da ist jedes Wort zu viel. Ja? Und dann versuchst du krampfhaft zu sagen, so spricht der Herr. Und dann, was hat er denn gesagt, verstehst du? Dann stammelst du. Oder wenn der Heilige Geist kommt, dann gehst du dir wie der Moses. Du solltest das Volk Gottes führen. Und dann sagst du, lieber Gott, such dir jemand anderes. Ich habe eine schwere Zunge, obwohl er Rhetorik studiert hat, obwohl er reden konnte, wie er, ja, als
Pharao, der konnte ja reden, der war ja gebildeter drin, aber er sagt, ich habe eine schwere Zunge. Gott, wenn es um deine Sache geht, kann ich nicht einfach nur so bla 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 bla. Verstehst du, da muss ich schon warten auf das richtige Wort im richtigen Augenblick für die richtige Person. Und 40 Jahre ist er dann bei den Schafen nur noch Verstehst du, da hört er nichts anderes. Da kommt er zum Schweigen. Da lernt er, stille zu sein vor dem Herrn. Und dann hat Gott zu ihm als das Erste, wie er rausgeführt wurde, aus das Volk Gottes rausgeführt wurde aus Ägypten, ihr sollt stille sein, ich werde für euch streiten. Wenn der Heilige Geist dich erfüllt, Bruder und Schwester, dann wirst du schweigen, wirst du nichts mehr reden können, nichts mehr erklären wollen, nichts mehr verstehen wollen. Du wirst einfach da sein, verstehst du? Die Jünger wurden ganz frei von Menschenfurcht. Sie wurden erfüllt von der Gottesfurcht. Ja, sie haben sich nur noch auf Jesus konzentriert. Sie waren erfüllt von ihrer Berufung. Wir gehen und wir predigen. Und der Herr hat uns gesagt, ihr werdet auf Kranke Hände auflegen. Ihr werdet Dämonen vertreiben. Und ihr werdet in neuen Sprachen sprechen oder gar nichts. Ja, die meisten Leute, die denken, wenn ich denn erfüllt bin vom Heiligen Geist, dann muss ich nur noch quasseln. Nein, nur noch sprechen. Und er tat seinen Mund auf und sprach. Sie waren frei vom Druck des Gesetzes, vom Druck des schlechten Gewissens, von diesem Leistungsdruck. Ich muss was bringen, ich muss was bringen. Nix. Dieser Erwartungszwang, da stehen sie da. Diese Leute sind nicht voll süßen Weins, sondern sie sind erfüllt worden vom Heiligen Geist, wie der Prophet Joel gesagt hat. Wenn du erfüllt bist vom Heiligen Geist, dann erfüllst du nicht irgendein Soll. Wir sollten, ja, wir sollten viel, aber wir schaffen es nicht. Ich kann niemand gefallen, verstehst du? Der Heilige Geist macht uns gefällig. Ruhig, beruhige dich, bleib unten, mach kein Theater. Ich muss was leisten, ich muss jemand was beweisen. Der Heilige Geist ist ein befreiender Geist, ich muss niemand was beweisen. Halleluja. Kannst du Amen sagen? Amen. Ich muss niemand was beweisen und ich werde auch niemand was beweisen. Es zeigen, schau, so sieht der liebe Gott aus. Vergiss es. Ich bin befreit von jeder Verklemmung. Und als der Heilige Geist in meinem Leben kam, da fing ich einfach plötzlich zu reden, ohne dass ich reden wollte. Ich stehe an der Maschine bei der MAN in Augsburg und mein Kollege steht daneben. Ich arbeite mit meiner Fräsmaschine und der arbeitet an seiner Fräsmaschine. Und plötzlich sagt Johannes, mit dir stimmt was nicht. Ich habe gedacht, ich weiß gar nicht, was mit mir nicht stimmt. Was hast du da durchgemacht? Verstehst du, normalerweise habe ich die Nächte durchgemacht und als junger Bursche dort war ich und gefeiert und was weiß ich. Habe ich gesagt, bei mir ist alles normal, ich bin ausgeschlafen, bin ganz nüchtern. Und da ist mir eingefallen, ich bin erfüllt worden letzte Nacht vom Heiligen Geist. Plötzlich hat er gemerkt, mit dir stimmt was nicht. Wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, werden deine Kollegen, deine Nachbarn, deine Freunde, deine Familie merken, mit dir stimmt was nicht. Ja, mit dir stimmt nicht. Und dann konnte ich dem Zeugnis geben, aber erzähl vom Heiland, meinem Kollegen, wo ich eigentlich gar nicht getraut habe, verstehst du, was zu sagen? Immer so auf Abstand. Verstehst du, ich habe es als Christen ausgelebt, aber auf Abstand gelebt. Und plötzlich kann ich meinem Kollegen erzählen, was mit mir passiert ist, dass ich das, was in der Bibel steht, erlebt habe, hautnah erlebt habe. Und dann sagt er, das möchte ich auch haben. Und dann haben wir beide dort an die Maschine abgestellt, obwohl ich ja in Akkord gearbeitet habe, oder wir beide in Akkord gearbeitet haben, haben die Maschine abgestellt und wir haben gebetet, der hat den Heiland angenommen und wir haben dann in der Mittagspause später im Betrieb eine kleine Bibelstunde gehabt. Jeden Tag was gelesen, er hat was vorgelesen, ich habe was vorgelesen aus der Bibel und das war eine fantastische Sache, verstehst du? Im Geschäft, in der Arbeit, hinter der Maschine, da habe ich meine Bibelstunde gehabt, wir beide miteinander. Er hat Jesus angenommen, ich habe Jesus lieb gehabt und er wollte das auch haben, was ich habe. Wenn du ehrlich bist und der Heilige Geist kommt in dein Leben, wenn du ehrlich bist, wenn du nichts vormachst und vorspielst, und da hört die ganze Spielerei auf. Der Heilige Geist befreit uns von allem unnötigen Ballast, von der Blindheit, Taubheit, Stummheit, von all irgendwelcher Dämonie. Weißt du, das ist Dämonie, lahm, blind, taub. Ja, er befreit uns vom Gesetz.
dass ich was erfüllen muss. Ich muss nichts erfüllen. Und ich bin so froh, dass ich so einen einfachen Glauben habe. Ich muss niemand was erfüllen, niemand was Besonderes tun. Ich muss einfach nur meine Straße ziehen. Fröhlich, dankend, lobend. Gott fängt was Neues an, er flickt nicht. Er macht eine ganze Arbeit, er bricht die Ketten. Und ich habe eines gemerkt, als der Heilige Geist in meinem Leben kam, da habe ich viele Dinge plötzlich nicht mehr getan. Keine Lust gehabt mehr. Und dann hat Gott mir eine Vision geschenkt. Bei uns, da, ja, ich hab einige Angewohnheiten gehabt, die waren nicht ganz so koscher. Ich wollte sie loswerden, aber ich habe es nicht geschafft. Vielleicht 3 Wochen, aber dann war es vorbei. Dann war ich wieder rückfällig. Und dann nehme ich so einen Stock und wir haben noch eine Eiche bei uns auf dem Grundstück gehabt. Und dann schlage dein Blatt weg und dort ein Blatt weg. Und dann sagt Johannes, der Heilige Geist, genau das machst du mit deinen Gewohnheiten. Lass den Heiligen Geist hochsteigen und die neuen Blätter und Knospen kommen. Die alten, trockenen Blätter, dürren Blätter fallen von selbst ab. Das war meine geistliche Erfahrung. Das, weißt du, wir brauchen die Frucht des Heiligen Geistes. Nicht nur den Heiligen Geist und nicht nur die Gaben des Heiligen Geistes. Wir brauchen auch die Frucht des Heiligen Geistes. Und das ist, dass plötzlich neue Blätter kommen. Und tatsächlich war es so. Das war im März oder so. Und dann im Frühjahr waren die Knospen da. Da war kein einziges trockenes Blatt mehr am Baum. Wenn der neue Saft hochsteigt, Bruder, Schwester, wenn der Heilige Geist in deinem Leben hochsteigt, dann brauchst du das nicht mehr, dann brauchst du jenes nicht mehr, kannst das alles ersparen. Jesus befreit uns von dem unnötigen Ballast, von unnötigen Zwängen, von jeder Zeitverschwendung, dass wir uns im Kreis drehen. Ja, dann tun wir nichts, aber dann, wenn es dran ist, drauf ankommt, dann tun wir was, dann unternehmen wir was. Ja, der neue Saft, der Heilige Geist erfüllt die Gebote Gottes automatisch in mir. Da muss ich nicht anstrengen. Du darfst nicht lügen, du darfst nicht stehlen. Du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Verstehst du? Dann machst du es von selbst nichts mehr. Das geht automatisch. Der Herr macht uns frei von den ganzen Verordnungen. Dann weißt du, was ist gehört und was ist nicht gehört. Dann tust du den Willen des Vaters von selbst automatisch. Dann lebst du ein erfülltes Leben, trotz vieler unerfüllter Wünsche. Gott führt dich in die Weite. Da bekommst du ein weites Herz. Ja, nicht nur, dass nur die und jene, sondern ja, auch die Ausländer, so wie diese Schwester Käthe, verstehst du? Du ein Italiener, du ein Grieche, du ein Kroate oder Jugoslawe. Ja, immer du, verstehst du? So hat die liebe Schwester missioniert auf dem Schlossplatz bei uns. Du, und dann hat sie ein Herz für die Ausländer gehabt. Zuerst mal wollte sie vieles nicht, aber dann der Herr hat sie dazu bewegt. Weißt du, der Heilige Geist bewegt uns, Dinge zu tun, hinzugehen, wo wir gar nicht hinwollen. Halt dich an den Wagen da, sprach der Heilige Geist zum Philippus. Komm aus einer gesegneten Arbeit raus, lass die gesegnete Arbeit stehen in Samaria und geh auf die einsame Straße nach Gaza. Dort habe ich Arbeit für dich und dort wirst du einen Äthiopier zum Herrn führen. Aber nur einen, puh, das ist nicht viel, nur einen. Aber durch diesen einen Äthiopier ist das ganze äthiopische Volk zum Herrn gekommen. Er ist nach Hause gegangen und hat erzählt, was er alles gesehen, was er alles erlebt hat, was alles passiert ist. Die Freude, die dieser Minister erlebt hat, das erzählt er zu Hause. Und das ganze äthiopische Volk ist christlich geworden, ist christianisiert worden. Durch diesen einen Philippus. Du weißt gar nicht, was ein Einzelner voll Heiligen Geistes bewirken kann, wenn er Gott gehorcht. Ein Einzelner. Gott braucht nicht eine Masse. Abraham, und es reicht schon aus, um den Messias auf diese Erde zu bringen. Nein, Sünder, der Heilige Geist will Freiheit, will deine Selbstverwirklichung und die Verwirklichung des Willens Gottes. Durch den Heiligen Geist können wir uns entfalten, improvisieren. Halleluja. Improvisieren. Fang an, in deinem Leben zu improvisieren. Kommst nach Hause, improvisier mal was. Lass dich vom Heiligen Geist leiten. Der Heilige Geist befreit dich von allen Zwängen, entrümpelt deine Seele. Ich muss, ich soll, ich darf das nicht und so weiter. Die ganzen unreinen Geister kommen raus zur Müllabfuhr. Die ganzen falschen Überzeugungen, die antichristlichen Einstellungen, die falschen Vorurteile und Meinungen und Ansichten. Der Heilige Geist befreit dich von allen fleischlichen Gelüsten. Die alten Blätter fallen von selbst ab. Neid, Eifersucht, Begierden. Der befreit dich von allen negativen Gedanken, von Pessimismus, von Miesmacherei.
Er treibt die ganzen Klageweiber bei dir raus. Viele Christen sind noch voller Klageweiber. Die sind besessen. Die suchen überall irgendwie nur Mitleid. Oh, weißt du, mir geht es so schlecht. Wir sind so arm. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Verstehst du? Und lauter Jammern. Wenn du den Heiligen Geist hast, verzweifelst du nicht. Du schaust nach vorne und du weißt, es geht weiter. Gerätst nicht in Panik und in Zweifel oder Angst. Der Heilige Geist befreit dich von allen Einbildungen und Täuschungen, von allem Seelischem, was nicht echt ist. Verstehst du? Das ist alles so menschlich. Verstehst du? Alle Anstrengung. Er befreit dich von falschen Prophetien und falschen Lügen und falschen Weissagungen, von falscher Wahrsagerei, Zeichendeuterei und Zauberei und Hexerei. Er befreit dich. Das ist nicht echt. Das ist nicht wahr. Das nehme ich nicht an. Und da kannst du ja, ja und nein, nein sagen. Das reicht schon vollkommen. Da musst du keine Predigt halten. Und all diese unreinen Geister fahren aus mit großem Geschrei manchmal, wie auch immer. Gott befreit uns von unreinen Geistern, von Unwissenheit. Ja, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Keine Erkenntnis. Der Heilige Geist befreit uns. Gib uns das richtige Wort für mich persönlich. Hier im Psalm oder irgendwo in der Bibel. Der Heilige Geist befreit mich von der Sturheit, von der Leichtgläubigkeit. Der Heilige Geist befreit mich von der Lieblosigkeit, von allem möglichen Zeugs, von der Kraftlosigkeit. Ich kann es nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr. Oh, Geschwister, betet für mich. Schau den Paulus an. Wo ist Paulus, wo er schwach ist und so weiter? Gott hat ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in allen in der Schwachheit mächtig. Sei einfach voll Heiligen Geistes und bist stark. Der Heilige Geist befreit mich vom Selbsthass. Das ist ein unreiner Geist, dass ich mich nicht annehmen kann. Bin zu dick, bin zu krank, bin zu klein, bin zu groß. Was weiß ich, was ich alles bin. Ja, und ich kann sagen, durch den Heiligen Geist, ich bin eine Schöpfung, eine neue Schöpfung vom Herrn. Ich bin Jesus begegnet und dieser Jesus hat mich total frei gemacht, mir alle Seelenqualen weggenommen. Ich quäle mich auch nicht mehr. Halleluja. Vater, ich danke dir für Jesus. Dein guter Geist hat uns befreit von allen möglichen Zwängen, Leistungsdenken, von all den natürlichen Ansichten, was die Leute hier Land auf, Land ab haben. Du hast uns ganz neue Maßstäbe gegeben, Heiliger Geist, dass wir ein erfolgreiches, siegreiches Leben leben und nicht mehr wie die Pharisäer. Du hast uns befreit von jeder Gesetzlichkeit, von jedem Geist der Ablehnung, von jeder Verletzung, Herr. Ich bin angenommen durch den Heiligen Geist in Jesus Christus. Amen. Amen. Preis Gott.